Da sind wir auch schon wieder zurück bei einem weiteren Ründchen Raft. Erik, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo Tobias, was soll ich heute für dich tun? Was bist du jetzt so? Ich will gar nichts. Also, ne, befehligen. So. Hast du meinen Nerz schon in die Reinigung gebracht, Tobias? Und ich will gar kein machthungriger Dirigent sein. Der Bentley wäscht sich nicht von alleine. Ich muss einer zur Tafel fahren. Und zwar arge. Das geschieht mir recht. Oh, also Begeisterungshusten einfach. So, wir sind wieder auf Kurs. Naja, auf falschem Kurs eigentlich, aber auf Kurs in Richtung Wohlstand. Bastelkurs. Ja. Ach, da oben wieder. Ja, ist das die Seepolizei oder was? Kann ich schon? 4 Eisen sind noch. Wie viele Barren habe ich jetzt? 7 habe ich auf Tash. Motor herstellen. Geil. Boah. Und wenn die drei hier eingeschmolzen sind, mache ich den nächsten Motor. Dann haben wir 4. Ich hoffe, das reicht. Boah. Geil. Tobias? Ja? Die Glückskatzen, ne? Die würde ich zwischendurch vielleicht eventuell wegmachen und die Fahne oben vorsichtshalber. Nicht, dass sie wegkommen. Ja, mach ruhig. Ich habe die ja nur so dahingesetzt, so als, ne, so theoretisch. Ist ja. Man ist ja eh nicht vorne und hinten. Also ja, müsste eigentlich auch ganz oben drauf eigentlich. Also eigentlich ja, nicht hier unten. Aber mach's ruhig weg, Erik. Du wirst schon sehen, was passiert. So, ich habe beide weggemacht. Ich guck mal, was passiert. Ich hasse guck Katzen. Mal die sowieso, Kommentare, ne? Deiner Folge an. Ich will ja nur nicht, dass du deine Lieblingskatzen hier hinten verlierst. Wenn wir hier Motoren machen, die wir brauchen fürs Let's Play. Für die Menschen. Ne? Würdest du oben deine Flagge wegräumen vielleicht? Warte, ja, ich tue ich weg. Moment. Super lieb. Dankeschön, Tobias. Mach ich natürlich. Danke, Tobias. Ja. Ich glaube, wir müssen die hintere Wand nochmal aufreißen. Kriegst du da wenigstens was wieder? Ja, ich glaube, kommt drauf an, wie ich es mache. So. Zweiter Motor ist hergestellt. Geil. Und ich glaube, ich mache das mal so. Ich räume mal zuerst von hier oben die Sachen weg, vorsichtshalber, damit wir die Planken wieder kriegen. Ich meine, wir haben genug, aber... Oh shit, ich brauche eine neue Axt. Leider kostet die Eisen. Was? Shit. Oder? War doch Eisen, ne? Aber ich kann noch eine Steinaxt machen. Ist, glaube ich. Ach, die kostet kein Eisen. Cool, hab schon. Nice. Alles gut. So. Steinaxt würde natürlich auch gehen, aber wie stehen wir denn dann da? Nach so vielen Folgen. Ja, die ganzen anderen NPCs mit ihren Schiffen hier, die lachen uns ja aus. Ja, ist wirklich so. So. Au! Oh, der hat mich nicht getroffen. Oh, geil. Der hat gebissen und mich nicht getroffen. Sag doch, das ist ein richtiges Weichei geworden. Das ist ja voll der Lappen. Ja. Alter. So eine ganze sieht halt doch aus, ne? So eine ganze Family ist ein Witz. Oh, der Arme. Voll der Loser einfach. So, jetzt müsste ich die hier auch wegmachen, glaube ich, ne? Ja, hilft nichts. Wir müssen leider nochmal. Ich hoffe, ich kann dann da oben nochmal bauen. Ich hoffe, das geht von der Tiefe her. Vielleicht solltest du gleich erstmal einen Motor hinsetzen und es mal ausprobieren. Nicht, dass wir gleich enttäuscht sind. Ach, Tobias, Enttäuschung gehört ja zum Programm. Enttäuschung mit Tobi und Gronkh. Da sind wir gut drin. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Wenn die Leute hier nicht enttäuscht werden, dann werden sie doch enttäuscht. Siehst du, also egal was wir machen es richtig. Wenn du grundsätzlich enttäuscht von dieser Folge bist, lass ein Like da. Ja, oh geil. Ich mag, wie du denkst. So, okay. Ich weiß jetzt nicht, kann ich einen Motor da dran bauen, weil der Stützbalken da ist?
Was habe ich jetzt weggeworfen? Metallaxt, cool. Warte mal. Aha. Ach, das war toll, dass wir endlich eine Wand haben. Ah! Ist aber noch ein deutsches Schiff, wieso steht da kein Schild? Die Dinger müssen ja nach hinten wegkarren, ne? Ah, ich fürchte, das wenn... Das glaube ich egal, oder? Weil das kann doch nach vorne, die können doch nach vorne und nach hinten fahren, oder? Ja, nee, ich meine nur, die sollten ja oft, wenn die da hinten sind, sollten die seitwärts wegkarren, ne? Achso, ja, gut, ja. Ich glaube, wir müssen das Boot in die Richtung verlängern. Das wird nix helfen sonst. Ja, ich werde es verlängern, Tobi. Natürlich nur, wenn du einverstanden bist. Ja, klar. Verlängere ihn. Oh, scheiße, das wird... Oh, das wird nervig. Oh, das wird super nervig. Da oben sind noch die Relings. Ich glaube, die sind dann einfach weg, ne? Wenn ich jetzt hier abbaue, oder kriege ich das zurück? Ne, kriege ich nicht zurück. Cool. Nice. Da muss ich wegen den Segeln aufpassen, nicht, dass die plötzlich weg sind. Oh, aber die Reling ist noch da. Kriege ich die zurück? Ne, die ist einfach weg. Okay. Ich mag es, wenn Spiele fair sind. Hä? Ach, du angelst da gerade. Deswegen hängt da gerade so eine Linie. ja, das heißt, ich muss... Das ist nicht die Angel! Das heißt, ich muss oben leider auch nochmal alles wegräumen hier, wie es aussieht. Das ist ja blöd, aber wir machen das andere, wenn die ihr Schiff also schon fertig gebaut haben soweit und dann kommen plötzlich die Motoren. Ja, ich glaube, die räumen dann auch nochmal weg, ne? Wenn die das... Also, oder die meisten wissen wahrscheinlich schon, wie man baut von Anfang an, das wüssten wir natürlich nicht. Oder bauen die vielleicht einfach an, dann links und rechts. Haben die angebaut. Nee, links, rechts bringt bei uns nichts. Wir müssen hinten anbauen dafür. Ja, stimmt. Leider. So, die Segel können aber stehen bleiben. Okay. Oh, bin ich schon voll? Nee, noch nicht. Aber gleich. So, ich muss mal ganz kurz eben Stuff ablegen. Und was essen. Hier ist voll. Oh, der hat schon wieder Durst, ey. Komm, du hast gerade erst eine halbe Flasche getrunken, Junge. Ja, ich habe immer Hunger. Was ist mit dir? Oh, schön. Geil, es gibt Rübe. In der hinteren Kiste ist auch noch jede Menge Fisch. Oh, gut. Ja, ich hau jetzt mal die Rüben weg. So. Rüben? Ich pack da vielleicht Kartoffeln auf den Grill. Oh, was heißt denn eiskalt auf Sächsisch? Böfröst. Ich bin so traurig. Holt mich hier raus. So. So, Kartoffeln drauf und eine esse ich roh, dann ist die auch weg. So. Oh, schön da hinten. Mit ein bisschen Ausblick ist irgendwie mal wieder nett. Ja, das stimmt. Wir waren die ganze Zeit so unter Tage, da weiß man schon gar nicht mehr, wie Tageslicht aussieht. Aber keine Insel im Sicht irgendwie, ne? Nee. Aber braucht man gerade, glaube ich, auch gar nicht, ne? Ah, okay. Haben wir genug. Alles klar. Uff. Oh, ich muss nochmal irgendwo hin. Irgendwo. Ich glaube, ich mach mal eben... Ich räume mal ein paar Palmblätter weg und schmeiß die einmal in den Ozean, ja? Was? Ich glaube, ich mach das einfach oben. Die guten Palmblätter? Ja. Hanf verlesen, weißt du? Hanf verlesen. Die zersetzen sich ja dann. Hanf verlesen. Die zersetzen sich ja dann. Da hinten war eine Insel. Aber da müssen wir nicht hin gerade, ne? Oder, sei denn, du willst da hin, dann komm auch da hindüsen, aber ich hab zu tun. Also, ich mach grad was anderes.
Nö. So, ciao, Palmblätter. Guck mal, Erik, der hat dir mal ein Palmblätter ins Wasser geschmissen. Ich hab die gefangen. Ja, du alles in die Kiste, geil. So. So, wieso hab ich denn die ganze Zeit keinen Platz im Inventar? Das gibt's doch gar nicht. Wenn ich das mal wüsste. Probier's. Was ist da los? Oh. Boah, wie lange es dauert. Oh, Junge. So. In zahlreichen Folgen mühsam erbaut. Jetzt niedergerissen für die Technik. Ja, ist wirklich so. Habe ich bei Minecraft gelernt, man muss manchmal auch den Mut haben, Sachen wieder abzureißen. Oh, kann ich nicht. Ja, kenne ich gut. Aber manchmal ist es einfach nötig. Manchmal muss es eben Mumm sein. Fresche nett. Glaube ich noch? Okay, Platz habe ich noch. So. Ich freue mich schon, wenn es hinterher einfach hässlicher wird. Das ist toll. Und dann, brauchen wir noch neues Metall für unten, glaube ich. Oh. Hä? Da war. Ach, der Wal da hinten. Oh. Da war der Wal gerade hinten. Voll schön. Jetzt aber weg. Boah. Dumme Sau. Oh. Ja, Problem ist, der Hai wird gleich wieder anbeißen, ne? Meinst du? Wenn ich das hier rausreiße? Als ob ich kein Eisen zurückkriege dafür. Nein? Nein. Wow. Boah, willst du mich verarschen, Spiel? Ernsthaft? Das ist sowieso schon so teuer. Ich liebe Spiele, die so fair zu seinen Spielern sind. Richtig kacke. So, naja, das kann ja heiter werden. Okay, dann das hier weg. Oh. Wow. Ach, doch, ich. Oder? Nee, gibt's doch nicht zurück. Nee. Vergiss es. Ich habe gerade noch eins aus dem Grill geholt. Okay. Ja, gut, dann wird der Hai halt wieder ein paar Mal angreifen, ne? Wobei, naja, doch, wird passieren. Schade, wir hatten gerade Ruhe. Das ist ja scheiße. Oh. Das ist super weird, dass man da nichts zurückkriegt. Kriegst du auch keine Planken und gar nichts? Doch, Planken ja, aber nur kein Eisen. Ach so. Ja, das ist ja schön. Super weird. Fair auch. Richtig kacke einfach. So, die Achse ist auch bald wieder durch. Heilige Scheiße. Okay, dann lass mich mal ganz kurz testweise. Der Motor ist wie... Oh, das ist so groß, ich sehe den gar nicht in einem Stück. Tobias, ja. Bitte. Bitte, Tobias. Du redest mit mir, ne? So, der müsste theoretisch hier sein, ne? Bup, zwei nach draußen, theoretisch. Aber das wird am Ende, wird das nicht scheiße aussehen? Es sei denn, es würde so gehen, aber das glaube ich nicht. Ich muss leider mal ein bisschen rumtesten. Mhm. Planken haben wir mittlerweile mehr als genug. Ja, ich weiß. Okay, das würde gehen. So, okay. Eins, dann nehmen wir hier zwei. Drei. Ah, das wird auch scheiße aussehen. Okay. Planke platzieren. Wo kommt nochmal... Ach, Planke platzieren und einschalten war hier, ne? Richtung ändern.
Und wenn ich dann, sage ich mal, nur so testweise hier. So. Und dann den Motor. Das geht nicht. Das wäre zu eng. Schade. Okay. Das ist ja kacke. Und wie läuft das hier? Ach, warte mal. Vielleicht geht's doch. Warte mal. Vielleicht geht's nur nicht, weil das braucht ein... Ich glaube, deswegen geht's nicht, weil hier müsste frei sein. Jo. Okay. Oh, cool. 1, 2. Hier ist einer frei. Das wäre dann hier. Wir müssen das nur unbedingt mit Eisen verstärken, weil da hinten kommt man den Hai nicht mehr ran. Richtung ändern können wir trotzdem noch, das würde gehen. Ja, und wir müssen ausprobieren, ob 4 auch wirklich reichen, ne? Ja, das stimmt. Das können wir aber gleich machen. Eigentlich. Mhm. So, warte. Das müsste dann... 1, 2... Oh geil, hier viel Plastik. Oh. Achso, dann müsste das hier weg, ne? So. Upp. 1, 2... Oh, das wird leider doof aussehen. Egal. Die beiden Motoren, die beiden bisherigen, wo haben wir die? In der Truhe. Wieso laufe ich da oben rum? Die habe ich... Wo habe ich denn reingepackt? Hier. So. Upp. Und dann hier. So. Planken habe ich erstmal genug. Und da geht's schon los. Aha. Und wir kommen natürlich nicht hin. Oh nein, der Motor ist gleich weg. Warte, ich hol den Hai. Weiß aber nicht, ob ich schaffe. Der Motor war weg. Der Motor ist einfach weg. Fuck! Hat er den einfach weggebissen? Das ist doch nicht normal. Ja, der hat den einfach weggebissen. Wow. Oh, leck mich. Und ich wollte gerade probieren, ob es funktioniert. Und wir haben nicht mehr genug Metall für den 4. Motor. Oh, fuck my life. Dieser Drecksei. Alter, ist das nervig. Warum fällt denn nicht einfach ein Paket runter, wo der Motor drin liegt? Guck mal, ob der vielleicht runtergefallen ist, aber ich glaube nicht. Nee, das ist einfach immer alles weg. Wow. Alter, ist das beschissen. Gut, dass man das Metall von den Dingern nicht wegkriegt, wenn man die wegbaut. Super gut. Richtig faires Game. Ja. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder eine Insel finden und Eisen sammeln. Am besten so viel, dass wir gleich auch, nur wenn es Versuch ist, die Dinger da rum machen können. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir sparen dann erstmal. Ich bin wirklich versucht, eine Mod zu installieren, wo man Schrott einschmelzen kann. Falls es sowas gibt. Das gibt es? Hättest du die nicht schon installiert, wenn es die gäbe? Nee, weil das wahrscheinlich zu unfair wäre. Aber andererseits, guck dir die Scheiße an. Wie nervig. 2, 2, 2, 2. Ah, das ist ein bisschen... Dass der da halt aber auch gleich direkt hingeht und dass das dann komplett weg ist, das ist halt wirklich... Boah. Super nervig. So, auf jeden Fall, es wird alles passen. Motortechnisch kriegen wir alles gut unter. Links und rechts bleibt einer frei. Da drüben ist eine Insel. Ich würde ganz kurz mal den Kurs wechseln. Oh ja, da drüben. Ne? Lohnt in Sicht! So. Oh, wie nervig. Soll ich Steuerboot und Backboot nach Kiel holen, oder was?
Nee, ich kann nicht, Tobias, Moment. Ich muss essen, ich kann nicht denken. Oh, das mit dem Motor kotzt mich gerade voll an. So. Oh, geil, ich hole mir den fetten Fisch. Darf ich einen Lachs? Ja, nimm. Geil. Oh, lang nicht mehr so was Gutes gegessen. Endlich mal den keine Rüben und dich gefüllt. Hm? Den habe ich extra für dich gefüllt. Mit was denn, Tobi? Geheimrezept. Tobi? was denn für Rezepte? Tobi? Tobi? Mhm. Wo bist du denn? Warum habe ich das hier im Lachs gefunden? So, flop. In die Fischkiste. Boah, 8 Seebrassen. Schön. Oh, wir steuern direkt auf den Insel zu, ne? Ja, super. So soll es auch sein, nicht? So, ich bin frustriert. Von dieser Scheiße. Ist super nervig. Ja. Blöd. Würdest du einen Anker machen? Steht schon bereit. Super. So. Dann baller ich mal die Segel hoch. Oh, dann klatsche ich mir mal den Haimaske ins Gesicht und dann wird Eisen gesammelt. Das ist halt auch lustig, ne? Du brauchst 4 Motoren oder so. Mhm. Na gut, wir haben sehr das Ja. Ja, wir haben ein sehr großes Schiff halt, ne? Ja, aber eine Steinkiste, ein Steineimer reichen, um das Ding anzuhalten. Ja, Tobi, ja, sag das doch nicht. Ja, Entschuldigung. Nächstes Update. 7 Anker werden benötigt. Entschuldigung. So, machen wir nicht mit den Muscheln hier. Ich sammle die Riesenmuscheln, aber ich weiß nicht wofür. Muscheln. Tobias. Tobias. Ja. Schlürfe meine Nordseemuscheln. Was? Warum willst du meine Muscheln nicht schlürfen? Tobias? Ist das der Hai? Was? Der sagt das ja. Nee, der frisst schon wieder hier hinten, die dumme Sau. Oh na, ach, das habe ich vergessen. Oh, Entschuldigung, ich bin direkt reingesprungen, weil ich Eisen holen will. Ja, ja, mach mal, ich halte hier den Hai, dass der, ich halte den Schacht. Ein Scheißendreck. Dummer Pissbär. Krieg direkt auf die Fresse, wenn er nochmal kommt. Weißt du, was wir machen sollten? Hm? Wenn wir wieder Eisenbeschläge überall haben, ne? Dann machen wir irgendwo extra so eine Holzplanke, die kann er ruhig fressen, damit wir ab und zu mal Hai zu essen haben. Eigentlich wäre das eine gute Idee, ne? Ne? So eine Bait-Holz oder so. Ja. Beethoven. Was? Hm? Es wird Zeit für Klassik in diesem Let's Play. Ein bisschen Kultur. Wollen wir unseren Slipknot. Warte, wieso? Hier gibt's irgendwie gar kein Eisen, oder? Oh nein. Geht die Suche wieder los. Ja, ich glaube, ich habe 2 gefunden, aber irgendwie Schrott lasse ich jetzt mal. Und Algen auch, weil davon haben wir ja wirklich mehr als genug. Oh, warte, ich tauche erstmal auf. So. Ist das. Ist eh Kupfer. Verschissenes Kupfer, keiner will dich. Lass mich in Ruhe. Ich nehme mich nur aus Mitleid mit. So, hier außen ist nichts. Na, traut der Hai sich nicht mehr, ne? Typisch. Ja. Hätten wir vielleicht nicht so übermütig handeln sollen und sofort alles umbauen sollen? Hätten wir vielleicht auf Nummer sicher gehen sollen? Aber ich war vielleicht zu gierig. Vielleicht wollte ich es zu sehr mit dem Motor. Na ja, gut, das ist Learning by Doing halt, ne? Ja, trotzdem. Trotzdem nervig. So.
Ich meine, es ist kein Weltuntergang. Ne? Wir kriegen das alles wieder hin. Das ist ja nicht die Frage. Nervt nur, weil es halt immer so lange dauert. So, diese Insel ist echt schäbig. Gut, dass ich da nicht mehr hingegangen bin. Ja, schade. Vielleicht bei der nächsten. Wobei das doch früher mal die gute Insel war hier. Hä? Ich meine, auch von der Form her sah die eigentlich gut aus. Aber siehst du daran, siehst du, dass das halt echt random ist irgendwie, ne? Ich frage mich, ob wir inzwischen schon diese Kucheninsel gefunden haben, die du meintest. Oh, warte mal, da ist noch Eisen. Warte, ich tauche nochmal schnell auf. Could that be right? Could that be dynamite? Was? Ne? Beat Buggy, Hip Hop. Dum. So, hier ist nichts. Hier ist, oh, wow. Ja, so Dynamite ist das jetzt nicht unbedingt. Ich tauche nochmal kurz auf, schwimme noch zur anderen Seite, aber ich glaube nicht dran. So. Dynamite und. Meine Maid, das hört sich sehr pervers an, ne? Deine Maid kennt doch meine Maid. Gut, das stimmt. Pervers war das jetzt nicht unbedingt. Okay, gut. So. Puh, ja, ich glaube, das war's. Das war die Secret-Höhle. 4 Eisen haben wir. Also ich könnte einen 4. Motor jetzt wieder herstellen. Aber naja. Ich warte erstmal, bis wir da vorne das absichern können. Oder ich sichere erstmal ab und dann bauen wir die Motoren. Gut, ich meine, wir könnten den 4. Motor theoretisch gesehen bauen. Und könnten erstmal hinten an der anderen Seite ausprobieren, ob das mit 4 überhaupt reicht. Ja, das würde auch gehen. Oder wir setzen sie einfach mitten rein, irgendwo, wo wir halt den Hai sofort ballern können. Das Problem ist, die Motoren brauchen 2x6 brauchen die an Fläche. Also 2x3. 6 insgesamt. Okay. Ja, ja. Oder wir setzen sie hinten seitlich hin, aber da passen sie wahrscheinlich auch nicht alle hin. Ah, ich sehe schon, wieder ein Stück rausgeknabbert. Ah, natürlich, Erik, klar. Ja, ja. Oh, so. So ist er halt, der blöde Penner, ne? Ach, unser kleiner Hai. Der ist schon so ein Racker. So ein Rackerschnuff. Siehst du? Ah, du kleiner Racker, So, happy, happy, njam, njam, njam. Der Name ist Programm, gramm, gramm. Wow. Ciao. Bin ich raus. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder, Tobi? Warum bist du denn jetzt so? Ach du. So, erstmal ein bisschen Süßwasser trinken. Eine Flasche da reinkippen an Salzwasser. Eine Flasche. So. Gut. Achse schon wieder fast kaputt. Das heißt, wir können über dem Motor, glaube ich, trotzdem noch Dächer bauen. Das ist gut. Das heißt, wir könnten unten wirklich so einen Motorraum machen, ohne Probleme. Ja. Das ist sehr gut. Und ich könnte hinten noch ein bisschen zubauen. Ich könnte theoretisch, wenn das hier schräg wäre schon, wäre das schräg, das müsste eigentlich gehen. Soll ich den Anker eigentlich wieder losmachen? Achso, ja, wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, das hast du, okay. So, ich bringe uns gleich wieder auf Kurs. Kurs? Du allerleicht Matrose. Dumm. Ja. Tschüss, du deprimierende Scheißinsel. Nächstes Mal sprengen wir die einfach. Ja, ich glaube auch. Kommt auf jeden Fall mehr bei raus. Ja. So, Happy Happy schwimmt hier gefährlich nah wieder rum. So, und dann drehe ich uns gleich wieder ein. Ach, muss ich gar nicht. Easy. Schön. Kriechen wir alles hin, Tobias. Das kriechen wir alles hin.
ist. Tobi, war. Tobi, gehst du mal weg mit deinem komischen Hosenfisch? Was soll das? Das sah gerade so aus, als würde ich den auf die Stirn hauen. Ich glaube, du packst ihn wieder in den Lachs. Ich kenne dich doch. Na klar, Erik, das ist wie Fischmemory. Ich hasse ihn so sehr. So. Soll ich aber schon mal ein paar wieder verstärken, ja, ne? Ja, würde ich schon sagen, oder? Ja. Müssen wir ja. Wobei, soll ich einen vierten Motor bauen und dann verstärken? Oder soll ich lieber erst verstärken und dann den Motor bauen? Ich würde es halt vorher ausprobieren, weil wir 6 Motoren brauchen, aber da hinten eh ein Problem. Da kommt die nächste Insel. Oh, nice. Glaube ich, machen auch gleich zusammen, ne? Super. Ja, wenn wir 6 Motoren brauchen, dann, das wird sportlich. Da würde ich aber 2 Reihen machen an Motoren. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich das Boot aber noch weiter verlängern, weil, fuck it, wir können es halt. Geil, Möwe, ne? So. Erstmal schöne Monatsblutung ins Nest gemolken. Geil. Was? Was? So. Gut. Schluss mit lustig. Was ist das für eine Insel? Haben wir die schon mal? Die sieht so weird aus. Die sieht so weird aus. So weird. So weird gemacht. So, bist du müde? Hast du gegähnt? Nein. Das war ein unterdrückter Gainer. Ich erkenne die, weil ich die ständig selber mache. Nein. Also nicht heute, aber sonst immer. Würde ich nie machen. So, warte. Planke, Planke, Planke. So. 8 Dinge haben wir dann wieder. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Eisen finden, ich glaube, das war gut dabei. Oh, ich hab Schwierigkeiten. Boah, jetzt so eine Insel, wo wir wieder 10 Eisen finden, das wäre nice. Das ist der Dream, Tobi. Das ist der Dream. Wir werden es schaffen. So, ich muss dringend was essen. So, ich klau dir mal ein bisschen Fische vom Grill, ja? Naja. Was sind das für, gönn dir. Was sind das für Blamagen? Voll die Mini-Fische. Okay. So. Okay. Da könntest du ja auch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, wenn da nichts drin ist, da, ne? Leg ich dir ein nächstes Stück Plastik auf den Grill. Du nichts nutz. Kannst du mal hingucken. So, warte. Sind wir schon an der Insel? Gleich. Soll ich mal schon rauswerfen? Wir müssen ja nicht komplett ran an die Insel, oder? Nee, komplett ran müssen wir nicht. Nö, 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 nö. Oh, dann hau ich mal raus den Lachs hier. Zack. Super. So, die sind beide gegossen. Ja, dann packe ich mal wieder Kartoffeln auf den Grill. Geil, ich esse dem Tobi Fisch weg und er kriegt dafür Kartoffeln. Oha! So, auf geht's. Ich bin wieder auf Tauchgang. Oder möchtest du tauchen, Tobi? Ich tauche hier so am Schiff ein bisschen rum und guck mal, was hier so ist. Oh, klar, ich tauche hier außen rum. So, wenn alle Kackheide irgendwas am Beißen ist. Ich meine, viel kaputt machen kann er ja nicht. Oh, nee, momentan nur die Dinger vorne. Und wir haben ungefähr 30 Milliarden Planken, also das werden wir überleben. Ich glaube auch, ja. Oh, ich habe Sand gefunden, Erik. Bringt uns das voran? Boah, Tobi, geil. Leg dafür extra eine eigene Kiste an. Mach ich. Am besten für jeden Sand eine, das ist wertvoll. My precious. Alter, hier ist halt auch wieder gar nichts. Was soll das? Was soll denn das? Was ich auch ein bisschen bescheuert finde, ich meine, wir finden hier so Auspuffrohre. Mhm. Das wird halt alles als Schrott gewertet. Wieso kriegt man da nicht mal so random einfach ein Metall dazu? Weil das ist doch Metall. Ja, Tobi, das wird das Ganze wahrscheinlich zu einfach machen, wenn man eine 0,1% Drop-Chance hinzufügen würde. Ach so, ja blöd. Oh, ich habe ein Metall gefunden. Was? Großartig. Also hier ist nichts. Hier ist eine Dunkelheit und verlorene Hoffnungen und Träume. Das ist schäbig. Ja. Ach, das schäbe ich mir für später auf. Weißt du was? Ich wohne jetzt auf der Insel. Ich baue die Motoren auf die Insel, dann fahre ich mit der Insel weg. Oh, ich habe 2 Eisen gefunden. Hm? Das ist doch nicht wahr. So. Ich nenne dich nur noch Tobeisen. Tobias. Hey, Tobias. Hör auf.
Wirst du genannt? Nee, zum Glück nicht. Also. In Amerika. Derjenige wird auch Will Smith werden von mir. In Amerika würdest du so heißen, ne? Würde man sich so nennen. Ich werde da mal Eric. Ich glaube ja. Eric, sagen sie mal zu mir. Oder Mr. Range. Mr. Range ist geil. Was ich irgendwie cool finde. Das hört sich lustig an. Ja, finde ich auch ganz cool. What's your YouTube Range? Mr. Falk. Falk Fogen. So, aber eisentechnisch ist die Insel halt auch, ne? Ja, ist schon. Geht, ne? Es sei denn, es gibt ja wieder irgendeine tolle unterirdische Höhle, die wieder. Ja, wieso haben sie die Höhle nicht gesehen? Huch! Ich dachte, du wärst das, war aber der Hai. Hat er gegrüßt? Nö. Ich guck mal, ob der sich verbeißt. Okay, gut. Schon unfreundlicher Assi. Das ist ein komisches Geräusch. Sind das Steine? Oh, es sind Steine, ne? Oh, natürlich. Ja, ich glaube, ich weiß, wo du warst. So, ich guck mal kurz. Ich nehme sie auch noch mit, wenn ich blöd bin. So. Na, ich dachte, der Hai kommt jetzt hier und beißt wieder. Aber nichts dergleichen. Huch! Ha, Musik. Ja. Auf der Insel. Soll ich mal kurz auf der Insel gucken, ob da irgendwas ist? Ja, kannst du ja mal machen. Ich glaube zwar nicht, dass da noch groß was kommt. So groß ist die auch gar nicht irgendwie, ne? Nö. Erik, Vorsicht hinter dir! Oh, das war knapp. Du, ich bin gerade ganz kurz dem Hai entkommen. Boah, krass, wie hast du das gemacht? Ich bin rückwärts geschwommen und hab Kette gegeben und hab dann nochmal gestochen. Boah, ich glaube, ich hab ihn auch getroffen. Der wird sich das zweimal überlegen, ich schwör's. Sah sehr schockiert aus. Sag mal. Cool, ich hab Blumen mit. Kaum bin ich auf dem Schiff, ne? Oh, zwei Metallerze in der Kiste. Tobi, willst du mich verarschen? Oh, nice. Hab ich eine Blume mitgenommen? Oh ja, ist egal. Der Hai ist bald tot. Geil, Tobi, geil. Werden wir ihn essen? Hä? Hä? Werden wir ihn essen? Ne? Was? Tobi? 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 Tobias? Mr. Falk? Gerade am Spacken. Huch, was war das denn? Ja, hallo? Oh, ja, Discord war gerade weg. Keine Ahnung. Oh, okay. Aber du bist noch in-game. Ja, ich bin noch in-game, ja. Ich habe auch nur so gehört, ah, da werden wir dann... Okay, weird. Aber wir sind eh bei 38 Minuten. Ich war eigentlich gerade im Begriff, die Folge zu beenden, weil ich dachte, das ist eine längere Geschichte. Aber wir sind bei 40 Minuten. Wann ist das denn passiert? Ey, ich habe keine Ahnung. So, also zwei Eisen habe ich so noch gefunden. Wir sind bei 10. 5 für den Motor. 5 für den Ausbau. Könnte hinhauen. Mal gucken. Dann haben wir 4 Motoren. Von 1, 2, 3, 4, 5 können wir hier hinbauen. 5 Motoren. Tobi? Achso, bis zum nächsten. Tschüss. Ja, dann bis zur nächsten Folge, ne? Warte mal, Cheerio. So. Tschüss.